Das war gerade ausländerisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft. Hier mit mir, dem Razer Games. Ja, in der letzten Folge haben wir hier nicht viel Produktives gemacht, sondern waren auf der Suche nach Pferden. Und in dieser Folge, ich habe in der letzten Folge schon angesprochen, wir werden jetzt die Monsterfalle bauen. Da wir böse sind. Da wir einfach einen Mangel an XP haben, seitdem ich mich in den letzten 10, 20 Folgen mehrmals auf die Fresse gelegt habe, sind wir jetzt wieder bei 0 von Leveln her. Und deshalb brauchen wir ein bisschen XP. Und deshalb bauen wir eine Monsterfalle. Das Ding dabei ist allerdings, wir müssen gucken, wo. Und ich würde mich sagen, wir behalten diesen Tunnel hier bei, dass hier die Items angespült werden, vorerst. Oder dass hier der Raum ist, wo die Monster gekillt werden. Wobei, das können wir nicht machen. Wobei, doch, mit ein bisschen Umbauen kann man das schon machen. Also, theoretisch kann man das machen. Ja. Also, Razor Games, das ist hier keinen Scheiß. So, wir brauchen aber erstmal ganz viele Schaufeln und Spitzhacken, denn wir wollen ein riesiges Loch graben, wegen der Monsterfalle. Ja, und ich werde natürlich die umfangreiche Version davon bauen, weil ich meine, ich bin halt der Razer Games, ich mache alles ganz groß. Ne, daran müsst ihr euch auch gewöhnen, wenn ihr mich verfolgt. Ich bin immer einer, der geht hoch hinaus und teilweise auch ein bisschen zu hoch und dann funktioniert gar nichts mehr. So, wir machen nochmal zwei Schaufeln. Wobei kommen die drei, weil das wird extrem viel Erde sein. Jetzt heißt nämlich Bob, der Baumeister-Simulator. Weil erstmal heißt Stellensuch-Simulator. Ich finde, es sieht voll schön aus, diese Kante. Aber warte mal, der Baum stört hier ein bisschen. Also, so viel Zeit muss er auch noch sein. Ne? Dass wir ein bisschen Feintuning machen im Vorgarten. Ja, oh, verdammt, wir haben keinen Platz mehr. Scheiß Sandblock. Scheiß Sandstein. Kann ich das Icon auch mal rauswerfen? Braucht man schon. Ich nehme wieder alles mit auf. Ne, warte, wir brauchen aber leeres Inventar, weil ich möchte mich die Steine und die Erde und den Dreck und den Kies und die Erze alles schön aufnehmen. Dafür brauchen wir auch sicher kein Glas. Das heißt so, so und Holz kommt hier rein. Guck mal, eigentlich kann ich so da alles da, so hier Fackeli. Ja, nicht Fackeli. Das hier, das, guck mal, dass alles rein kann, ne? Dann können hier sagen, Pflanzen. Aber ich dachte, was ist hier? Hä? Monsters, da kamen die Brains rein. Schwarzpulver, pflanzliches ist hier. Warte, ich habe doch hier noch... Ja, voll dämlich, aber die Blumen müssen noch da oben rein. Ja, es war ein bisschen dämlich gemacht von mir, aber naja, gut. Muss ich mit leben. Na, nicht tierisches, wobei tierisches kann... Nee, gar nicht. Aber kann man hier bei Monster Stuff kann das hier rein. Pflanzliches kommt, nicht der Apfel, aber die Zeplings. Ne, nicht die Zeplings, ja doch, die Zeplings. Pfeil kommt eigentlich zur Ausrüstung, ne, ja. Werkzeug. Dann haben wir einmal Sandstein und einmal Sand. Das kommt dann jeweils in die Kiste, Sandblöcke. Und ne, nicht Glas, aber Sand. So, dann könnte ich hier mal ein bisschen anordnen, so, so. Und Dirt. Wo kommt das Dirt hin? Hier vorne nicht, das glaubt das Ende, ne? Genau. Ich meine, wir werden jetzt genug dann noch aus der Erde prügeln. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monate kein Dirt-Problem. So, aber Leute, Nahrung. Einmal so. Ach guck mal, das ist so eine Pflanze. Packen wir die mal hier rein. Nee, warte, die kommt immer noch zu Blumen. So, jetzt können wir aber beginnen. Nach 4 Minuten wieder anfangen. Ist Quake, ey. Ohne Scheiß. Das wäre wieder richtig Premium von mir. Naja, müsst ihr damit leben. Oh, jetzt nein. So. Jetzt muss ich eigentlich auf der Suche nach dem Loch. Oh, fällt überhaupt nicht auf, dieser Kasten hier. Ich bin Meister der Illusion. So, ich meine, da war ich hier. Hallo? Ist da jemand? Nee, warte, hier ist keiner. Scheiße, wo bin ich? Ach, genau, okay, warte, dann guck ich mal. Hier?
lol. Oh. Dann machen wir mal die Löcher wieder schön brav zu. Ich möchte ja keinen Ärger, ne? Weil die Löcher graben. Machen ja nur die Hunde. Das heißt, hier ist der Gang. Das heißt, wir müssen eigentlich hier runter, oder? Genau. Das heißt, dass hier die Monster angespült werden können. Ich überlege gerade, also ich bin gerade... Weil ich überlege mich gerade, weil... Hier ist ein Loch bloß. Wir müssen das Ding eigentlich um eins erweitern. Nee, weißt du was, wir machen den Gang ganz dicht hier. Das ist einfach so eine Art Zweiter Weltkrieg-Gang. aber... Das ist einfach so ein verlassener Minenschacht. Wir müssen auch mal angeln gehen, ne? Wie in WoW, war voll spannend. Aber hab ich auch noch nie gespielt, ne? Hab ich aber auch irgendwie nicht vor. Naja, so, anderes Thema. Ja. Jetzt habe ich komplett meinen Faden. Mein Faden, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wir bräuchten eigentlich, warte mal, wir bräuchten eigentlich, bevor wir doch so dämlich durch die Gegend latschen. Wobei, nee, eigentlich brauchen wir erstmal gar nichts. Wir graben erstmal das scheiß Loch. Von mir dämlich, jetzt kommen wir graben erstmal ein Loch. Wir müssen jetzt aber erstmal in die Erde. Die Frage ist, boah, ich erre wieder. Wir sind schon bei 6 Minuten und ich habe noch nichts gemacht. Ich würde so ein Loch von 20 auf 20, also ich möchte mich nicht allzu groß haben. Oder kommt 30 auf 30, muss sein. Das heißt, dass wir hier... Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30. So. Jetzt wird es aber duster. Und da, das heißt Schlafenszeit. Denn die Sonne ist schon wieder fast unten. Es ist time to go to bed. To the bread. Hier müssen eigentlich noch Fackeln hin, ne? Ach guck mal, wir haben sogar was, welche dabei. Komm, hängen wir mal über jeden Rosenbusch ein. Nein. Aber ich finde die Stelle so geil von dem Lied. So, wir machen hier noch einen, hier noch, nein, hier noch einen, hier noch einen, hier noch einen, hier noch einen. So, hier müssen wir eigentlich auch noch, ach, ich sehe wieder richtig, ah, guck mal, warte mal, eben, so, nee, warte, nee, 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 so, dann so. Machen wir mal so. Na, so. Was? Nein. So. Und ich habe gerade Orksmaster eine Endlosrunde aufgenommen. Und ich muss sagen, awesome. Ja, genau. Und wenn ihr das schon gesehen habt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr mal reingucken, wenn es euch gefällt, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert, so wie sage ich. Und, nein. Verdammt. Und wenn ihr wollt, dass ich sowas öfter mache, also jetzt nicht generell endlos Sachen ins Spiel, das gibt keinen Sinn, aber in Orksmaster, endlos Level. Oder wenn es ganz viele wünschen, mache ich da sogar ein Let's Play draus. Ne, also ihr seid hier die Community, ihr könnt hier bestimmen, was der Alte da zocken soll. Ne, also dann einfach mal in die Kommentare schreiben, aber dann unter Orksmaster, nicht unter Minecraft. Weil das ergibt dann irgendwie keinen Sinn. Ich weiß aber nicht, warum ich jetzt darauf komme. Aber aus irgendeinem Grund gibt es keinen Sinn. So, jetzt müssen wir aber hier erstmal weitermachen im Text. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6, 7, 8, 9, 10, warte mal. Scheiße, ey. Warte mal, weil das Problem ist nämlich jetzt, die soll hier so rein, aber wir können eigentlich höchstens nur bis hierhin gehen. Das heißt, wir machen mal hier... Ich muss mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ach man, 13, 14, 15, 16, 17, dann machen wir mal so 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 21, 29, 30. Sieht dämlich aus, ist es auch, aber haben noch Sprengpulver, ne? Da machen wir nämlich hier mal eben eine Bombe draus. Weil man muss ja auch mal ein bisschen Action hier und ein bisschen Innovation in das Projekt reinbringen. Sonst läuft das hier nicht, ne? So, Trichter, das müssen wir auch mal was draus bauen, ne? Das ist einfach so viel Baustellen immer noch. Das heißt, so viel haben eigentlich ja nicht mehr so viel im Vergleich zu anderen Let's Playern, die da echt an jeder Ecke den Baugerüst stehen haben. Oh, jetzt habe ich gerade mal auf den Tisch geklopft. So, aus Hartholz ist der, ne? Und bestimmt nicht von Ikea. Was soll ich gerade sagen? Was machen? Aber ich bin einfach so dämlich, ne? Was wollte ich denn gerade? Ach, genau. ITT. Ich hab doch vor ein paar Creeper geknüppelt, ey. Kann man falsch verstehen, egal. Ne, ohne Spaß, warum hab ich ihn da jetzt? Warum hab ich ihn da? Warum hab ich ihn da? Tap, 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 tap. So, tapstep. Alter, wir müssen ja alles mit Erde aufschütten, ne? Das ist euch schon bewusst. Haha, scheiße, das ist aber ein Projekt hier, ne? So sieht mir wieder hier ein richtig geiles Projekt aus. Naja. Jetzt haben wir schon kein Sprengpulver. Ja, ja. Ich weiß, als ob wir nicht schon. Hier, warte mal. Nein. Ja, wobei, nee, komm. Besser wird. Mann, das erstmal so. So, ich bräuchte wieder ein Gesprächsthema. Was gibt's denn? Was haben wir denn da? Es passiert nicht so Finanzwertes. Ich meine, gut, klar, das Flugzeug ist da abgestürzt. Also das eine da, das da nicht mehr da ist anscheinend. Dann Uli Hoeneß, scheiß Steuerhinterziehung. Aber hat sich auch schon irgendwie ausgelutscht. Was gibt es denn sonst noch so? Aber braucht man so jetzt mal was zum Reden? Ich habe voll trockene Lippen. Naja, scheiß drauf. Ich habe eine Flasche Wasser zu stehen. Da stehen aber nein. Irgendwie sieht unsere Flagge aus wie so ein Dinosaurier. Also wie so einer... damit so ganz langen Hälsen. Da ist das Gesicht von. Ne? Versteht er, was ich meine, ja, ne? Lalala. Wir Chefin hier Erde. Ich mein, Papa muss ja hier, ne, Geld nach Hause bringen. Ah, schön. Reihe für Reihe kämpfen wir uns hier voran. Durch Masse. Und vor allem... Das ist ja auch erstmal nur so eine Maßanfertigung im Prinzip. Darunter kommt ja nochmal eine Grabungsschicht, die wir rausgraben müssen. Weil es nämlich eigentlich nichts Neues Orientierung, dass ich von außen besser sehen kann. Was ich ja eigentlich gerade für eine Scheiße mache. Ja, also da kommt noch, der dicke Fisch kommt ja noch. Und dann müssen wir noch die ganzen Wasserbahnen verlegen, damit die Monster auch schön an einen Punkt gespült werden. Dann habe ich nämlich so vor, ich habe das nämlich mal in einem Ami, nicht in Ami, aber in einem englischsprachigen Raum auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das USA oder England war, gesehen, dass du echt per Höhe einstellen kannst, ob das Monster auf ein Herz runterfällt und dann noch einen Faustschlag brauchst und ob man dann mit dem Hebel, dann geht er per Pistons lauter Blöcke wieder runter, das heißt ein Block weiter unten und dann werden die Monster gleich umgebracht und hast nur die Items. Das finde ich schon krass, wenn man sich aufs... Kommt man nicht auf sowas? Ganz ehrlich. Alter, für die heavy Musik hier gerade gewesen. Naja, gut, es gibt halt schon so ein paar verrückte Leute. Und da fragt man sich ja echt, wie kommt man auf so eine Scheiße? So. Jetzt hat man ein Smalltalk-Thema, aber reicht halt trotzdem nicht, ne? Wie wir alle wissen, ja, ne? So. Nein, verdammt, scheiße. Ich muss da eben mehr leise machen, ja, so. Das war gerade ausländerisch.
die neue Sprache, die ich erfunden. Alter, habt ihr das gerade? Dubstep, Erde, bam, 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 bam. So. Nein, verdammt, ich hab's aufgesammelt. Scheiße. Dubstep, Erde ist im Inventar. Guck mal, hier ist Kohle. Alter, das hab ich gar nicht registriert, dass hier so ein voll fettes Kohlefröß ist. Oh, Mann, ich fress ein Besen. Ich fress ein Kohlefröß. Und ich werde das Ding auch nur 2 hoch machen. Und zwar, jetzt kommt der Clou, dann spawnen keine Endermans und bauen das Ganze hier um in eine Menschenfalle. Weil das, ne? Oh, mein Lieblingssong in der Playlist. Schön. Und ich mache das übrigens vielleicht, wenn ihr euch fragt, warum die Lieder trotzdem immer anders sind. Da startet doch die sowieso immer so ein Hatsen of Random, hat er ja mal in Folge XY1000 gesagt. Das liegt daran, dass ich immer einen anderen Punkt aus der Playlist auswähle, so dass die Playlist immer ein bisschen an Einzigartigkeit pro Folge gewinnt. Aber weiß ich, random, damit habe ich überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht. Also erstens beim Media Player sowieso nicht, aber das war auch keine große Erwartung. Ich meine, was Windows da zusammenschustert, ist meistens einfach nur Crap. Das hat nur Windows Movie Maker und so. Gut, das ist zwar kostenlos, aber ganz ehrlich, das ist einfach... Ganz ehrlich, sowas geht doch einfach nicht. Das ist so meine Meinung dazu. Und nein, ich erinnere meine Videos nicht mit Windows Movie Maker, sondern mit Camtasia Studio 8 und bald mit Adobe Premiere Pro CC, voll der lange Name, CC. So, lalala. Aber ich habe doch die Partikel auf ausgestellt. Vor allem, wir haben echt zufriedengebende. Warte mal. Mal alle hier. Alle hier. Ich merke so, was für keinen Unterschied. Egal. Guck mal, jetzt läuft es eigentlich wieder relativ flüssig. Also heute Mittag, als ich die Folge für heute aufgenommen habe. Also ich nehme immer um... Also ich setze mir so einen Punkt ab 10 Uhr. Oder so immer so um 10 Uhr rum. Nehme ich meine morgige Folge Minecraft aus meiner Sicht her. Das heißt, wenn ihr die Folge seht, habe ich das jetzt gerade ja, ich habe so um 5 vor 10 gestartet. Ungefähr. Ja, kommt hin. Und ich nehme das immer sehr aktuell auf, außer jetzt dann die nächste Zeit. Ich muss echt mal das Gas geben voraufnehmen, ne? Aber ich komme da nie dazu, das ist so schlimm. Ne, ich nehme es mir so vor, dann denke ich mir so, dann sehe ich so, oh, ich sollte ja eigentlich aufnehmen. Und dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Aber morgen muss ich auch noch mit der Mato, also heute, wahrscheinlich jetzt gerade, wenn ihr vielleicht die Folge seht, nehme ich mit der Mato wieder SimCity auf, auch wieder voraufnehmen, richtig fett. Also gerade ist bei uns, also ja gut, bei uns, ja bei mir Mato weniger als bei mir gerade Aufnahme angesagt. Und zwar nicht zu knapp. Also Let's Playen ist halt echt nicht nur so, man nimmt halt echt nicht nur auf, man rendert halt auch. Und lädt's hoch. Ne? Und es ist was anderes, wenn man das jetzt aufnimmt und dazu was labert oder ob man das jetzt mal so für sich spielt. Das merkt man extremst. Ne? Weil ich meine, erstens, also zumindest erzähle ich jetzt meiner Perspektive, ich schaue immer Fernsehen dann im Zocken. Es ist einfach so, oh, jetzt habe ich den Kanal. Verdammt, scheiße. Aber machen wir mal eben zu. Ja, genau, so geht das. Weil ich schon immer Fernsehen, ist eigentlich egal was. Ich meine, das kann alles sein. Das spielt für mich gar keine Rolle. Hauptsache, ich habe immer irgendwas, wo ich, verdammt, ich habe keine Schaufel. Aber gut, ist sowieso Nacht. Hauptsache, ich habe immer irgendwas, wo ich mich nochmal beschäftige. Weil ich bin nämlich keiner, der sich mit durch eine Sache beschäftigen lässt. So direkt immer. Ich brauche immer so ein bisschen, was für die Ablenkung der einen Sache, sagen wir mal so. Beim Let's Playen ist es jetzt das, einfach nur mit sich selber reden im Prinzip. Alter, wie viel Erde, warte mal, das laden wir eben alles mehr ab. Das mit sich selber reden. Und beim Zocken, dann, wenn ich so ganz ruhig bin, dann zockt, dann liegt vielleicht der Kater auf dem Bauch, wenn ich gerade GTA auf dem Bett zock. Wenn es ja flauschig ist. Dann, ist das für mich keine Ablenkung, weil, und dann, weiß nicht. Weil dann das alles so ganz ruhig. Gut, klar, der Kater schnurrt vielleicht auch mal ein bisschen arg laut. Bisschen arg laut. Alter, unsere Kater, ne, der schnurrt so laut, wie was weiß ich, so ein Pressluft haben. Also, pff. So, auf jeden Fall.
Jetzt habe ich meinen Faden erneut verloren. Jetzt sage ich immer meinen Faden. Weißt du, dann denke ich mir so, verlangen wir, spiele ich gerade GTA 5. Und GTA 5, klar, wenn ich da gerade eine Story-Mission mache und gerade die Sequenz, dann stelle ich mal auf leise. Aber während der Story, oder auch einmal, wenn ich einmal meinen Amoklauf in GTA mache, oh ja. Ich brauche Schaufel, ne? Mein Gott. Da brauche ich immer irgendwas anderes, währenddessen, was ich währenddessen machen kann. Warte mal, habe ich das hier? Mal, hier kann man hier noch so machen. Machen wir mal so. Also ich brauche immer irgendeine Ablenkung, mein Let's Play ist das Reden. Aber halt auch nicht, weil du bist immer an den Ablenkungen im Prinzip so gewohnt irgendwie, weißt du? Du denkst dir so, ja gut, jetzt schaue ich Fernseher. Dann denkst du so, oh nee, ich bin gerade in Aufnahme, da schaue ich keinen Fernseher. Ne, das ist einfach was ganz anderes, als wenn du jetzt so frei fein. Du kannst ja auch wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Freund mal was spielst irgendwie. Das habe ich vielleicht ein bisschen arg viel Schaufeln gemacht, egal. Aber wenn du jetzt mal vielleicht mit einem Freund das spielst, da kannst du über alles reden, weißt du, da kannst du über private Sachen reden, über Wohnorte, über Telefonnummern, weißt du, oder währenddessen auch mal was anderes machen, weißt du. Aber in der Aufnahme bist du halt immer so, du bist echt bei der Sache einfach. Du bist nicht so, jetzt schaue ich, mache ich mal Minecraft eben auf Escape, ich kann mal das Thema, was, ja, keine Ahnung, in der Dokumentation läuft, interessiert. Das geht aber beim Let's Play nicht und das ist schon ein Unterschied und war auch in den ersten 2 Monaten schon krass auf jeden Fall. Irgendwie so, wo ich dann dachte, nee, jetzt möchte ich doch noch die Sendung zu Ende schauen, keine Ahnung. Dann nehme ich danach auf und so, ne? Also Let's Playen ist schon auch die ersten Monate und deswegen denke ich auch, hören die meisten so nach 1-2 Wochen wieder auf, weil die einfach denken, das ist immer so. Aber ich habe einmal weitergemacht, weil ich dachte, gut, jetzt möchte ich mal meinen Traum wirklich verwirklichen, Let's Player einmal mal zu sein. Ob ich jetzt erfolgreich bin oder nicht, ist ja egal. Einfach diese Videos auf YouTube zu machen, einfach diese Leidenschaft, ist einfach schon richtig geil. Und ne, das war eigentlich die Geschichte, mal wieder von irgendwas. Trash-TV nennt sich das alles jetzt, habe ich gerade so getauft. So, jetzt machen wir mal ein Thumbnail-Bild. Und wir dann einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge nach dem Thumbnail. Hohoho. So, wir machen aber mal hier so, warte mal, so, aha. So, ihr seht 22.17 Uhr. Ich nehme es immer brandaktuell auf, aber morgen, also ab nächste Woche, wird das nicht mehr aktuell laufen. Ich würde damit mir mal sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, von mir, von einer weiteren Folge Minecraft. Macht's gut, haut rein, ciao. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast, das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Bewertung da lassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss.